jetzt, ja klar. Siehst du mich? Wo bist du? Alter, ich bin irgendwo in der Mitte von allen Leuten gespawnt. Da, ich seh dich, ich bin hinter dir, Echt? Ich seh einen Rocker. Ich bin 100 Meter hinter dir, 100, ein bisschen weiter rechts noch. Da rennen alle hin, wo du hinrennst, wollte ich nur sagen. Ja, kein Ding, ne? Kein Ding für mich. Dann werde ich gleich schon wieder sehen, wie irgendeiner im 14 hat. Ich sag mal so, ne, in den vorherigen Versuchen, die ich gestartet hatte, einmal auf Mana und einmal auf Podagos, wurde ich immer von irgendeinem komischen Gewehr zersägt und ich hatte immer nur eine Pistole, maximal. Okay, ich sehe dich noch. Ich bin jetzt hinter dir, der Einzige. Aber noch ein bisschen weiter, 100 Meter oder so. Alles klar, alles klar. Vor mir ist jemand, der rennt auf jeden Fall vor mir ins Haus, den muss ich umbringen. Ja, wenn du jetzt mich im Stich lässt, ne? Das ist gar kein Ding für mich so, glaub mir. Achso, übrigens, ja, wir spielen Munchie Games. Munchie Games ist so ein bisschen wie Battle Royale, nur für Arma 2. Gehostet von den CCG-Menschen. Und ich kann das Tor nicht öffnen. Fantastisch. Alter, hier fängt gleich ein richtiges Massaker an, Percy, ne? Vor allem in der Sonnenschein, ja. Da ist einer im Haus drin, im Gelben schon. Oder okay. Bist du das? Ich bin ins Rote rein. Ja, da ist einer im Gelben drin. Ey, fuck mal live, ne? Im roten Haus ist keine Waffe drin. Ich renne weiter runter, den Feldweg entlang. Okay. Ich glaube, ich habe wieder kein Mausradmenü übrigens. Ne, ich glaube, ich habe kein Mausradmenü. Ich kann keine Türen öffnen und so. Oh mein Gott. Ja, ich habe eine Waffe gefunden. Was ist das? Pistole. Und ich kann natürlich nur... Alter, es ist so scheiße, ne? Sind wir ganz ehrlich. Ey, ganz ehrlich, Mann. Warum funktioniert nie mein fucking Mausradmenü? Ist das irgendwie, keine Ahnung, mein Bug? Dein Bug? Kann der sein Igel? Oh, ich glaube, ich habe... Oh, ja, ich habe eine G36 gefunden. Nice. Ohne Munition, natürlich. Einer rennt in die Scheune rein. Wow, hätte ich die durchgeladen gehabt, ne? Da ist einer bei dir. Ja? Warte mal. Hast du den Typ nicht gesehen? Sicher? Du hast doch den Non-Skin noch nicht. Ja klar, aber vielleicht bist du auf anderen Nonnen hinterhergelaufen. Oh mein Gott, ich bin anderen Nonnen hinterhergelaufen. Oh shit. Da haben sich gerade zwei getroffen. Oh shit, Alter. Ich habe eine fucking G36 auf dem Rücken, ne? Und wenn ich meine fucking Waffe... Nee, doch, da warst du das. Der ist an dir vorbeigelaufen. Ja, ja, ich weiß, aber ich habe doch keine Waffe. Achso, wo ist der Typ? Da war ich hinter dir gerade. Bin weggelaufen wieder. Der Typ? Keine Ahnung, der ist in die Stadt reingelaufen. Ich habe jetzt eine ACR gefunden. Ach du Scheiße. Okay. Ich kann die ACR. Oh Gott, ich kann ja die ACR gar nicht in die Hand nehmen, weil ich kein Mausradmenü habe. Muss ich erst die Pistole aufnehmen. Der ist unten in der Stadt noch. Jetzt habe ich eine. Ich habe jetzt ein Gewehr in der Hand. Ja, der ist unten in der Stadt, an der Hauptstraße irgendwo. Keine Ahnung, wo genau. In irgend so ein Haus drin, in so ein neueres Haus. Okay. Oh Gott. Ich laufe weiter die Stadt runter. Versuche mal noch eine Waffe zu kriegen. Boah, irgendwas ist da in der Luft explodiert. Oben, links, ja, jetzt habe ich gesehen. Ist glaube ich wieder so ein Airdrop, oder nicht? Hm, ich weiß nicht. Da ist nichts runtergefallen. Okay. Keine Ahnung, was das sonst sein soll. Ich glaube, ich sehe dich gerade. Läufst gerade irgendwie so bergab? Ja, bergauf jetzt, ja. Hier an so einem roten Haus, Backsteinhaus. Okay, scheiße, Alter. Ich habe keine Ahnung, ob du das wirklich bist oder nicht, Mann. Roten Backsteinhaus bin ich jetzt drin. Ja, ich weiß, aber ich sehe das rote Backsteinhaus nicht. Ja, 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 ich bin direkt hinter dir. Na, AKM. Erstmal. Alles besser als nichts. Ich komme jetzt in dein Backsteinhaus rein, ja? Bitte nicht erschrecken. Ah, hier ist nichts mehr. Essen, trinken, ich weiß nicht, ob man es braucht, ich glaube nicht. Ich glaube erstmal nicht, ne. Ich gehe weiter runter. Okay. Ich da unten rennt ich bin, einer. Ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Ja, da ist einer in einem Rennen gewesen. Vor uns. Ja, links. Da rennt einer, ja. Ein paar Mal drauf geschossen, habe aber nicht getroffen. Der geht in die Scheune wahrscheinlich. Okay. Ist er in die Scheune gegangen? Keine Ahnung, Mann. Ich habe ihn verloren. Du warst vor mir. Ja. Vorsicht, auf dich wird geschossen. Oh jo, ach, ich dachte du schießt. Nee, nee. Ah, der ist im Haus, im weißen, ja, im weißen, weiß, im weißen ersten Haus. Shit.
Holy shit, holy shit. Schießt du gerade? Ja, ich habe auf einen geschossen. Okay. Lol. Lol, Alter, was ist der für eine Waffe, bitte? Der ist hinter der Mauer. Ich habe ihn angeschossen, der hat Beine gebrochen. Da, wo der grüne Qualm ist, da liegt der direkt mit einem Zombie. Ja. Ich schieß gerade auf einen Zombie. Was hat der für eine Waffe gehabt? Der hat einen Karabiner 98k gehabt. Holy shit, Alter. Gute alte Arma 2 Lex hier. Noch lebe ich. Noch. Keine Ahnung, ob ich mit G überhaupt. Ah, ich kann Leichen looten damit, nice. Da waren noch 0 Spieler und Stanley waren da 3 oder 4. Mhm. Und vom Moment in First Person so und hab vergessen, dass alle anderen in Third Person spielen. Ich wollte schon zuerst so die ganze Zeit First Person spielen. Mhm. Puh, 3000 Blut, Alter. Alter, wo finde ich Bloodbags? Letztes Mal hatten wir irgendwie in so einer Industrial-Halle oder so Bloodbags gefunden, oder? Ja, genau. Okay. Keine Ahnung, ne? Hier wurden so viele Leute abgeschlachtet. Streamer-Typ hat irgendwelche Leute umgebracht. Keine Ahnung, hab halt keinen Bock, so in mein Haus zu campen, ne? Ein bisschen rausgehen, Spaß haben. Ja. Jetzt, dummerweise kann ich keine Türen öffnen, so, ne? Das macht alles ein bisschen komplizierter für mich. Weil das irgendwo meine mittlere Maus oder mein Mausrad quasi deaktiviert ist oder irgendwie nicht funktioniert. Und Scheiße. Ist das bei Arma 2 auch irgendwie, weiß nicht, in den Controls oder so umgestellt? Ja, schau mal. Also ich muss ja irgendwas... Ja. Oh, Entschuldigung. Irgendwas muss passiert sein. Ja. Ist da vielleicht einer in dem Haus drin, ey? Keine Ahnung, ich kann in kein Haus reingehen, wo... Hab ich Gibson Pieces umgebracht? Hast du? Weiß ich nicht. Nee, this man could have a face, habe ich umgebracht. Vielleicht hat der Typ ja ein Bloodpack für mich dabei gehabt. Der hat die ganze Zeit no, no, no geschrien. Als wenn er das zu irgendjemandem gesagt hätte. Oh, er hat ein Bloodpack dabei. Moment, irgendwie alle Leute ein MK17-Magazin dabei. Das ergibt für mich gar keinen Sinn. Keine Ahnung. Oh shit, da ist jemand doch in diesem Haus, Alter. Oh, hab ich da jemanden gerade gesehen? Oh, der ist nach oben gegangen. Oh, oh, oh. Ich will Türen öffnen können. Behindert, Alter, was für ein scheiß Handicap ich hier habe, ne? Easy, schaffst du locker. Klar. Ist meine Runde so. Das fühle ich so. Fühle ich im Wasser. Spüre ich so in der Luft, weißt du? Herr der Ringe-Style. Komm, Alter. Ich stürme jetzt einfach hier jeden, den ich sehe. Ganz einfach. Damit rechnet eh keine Sau. Oh, ich habe ihn getötet. Nice. Tschüss. Ich
Ich muss mehr von dieser SD-Munition finden, die ich hier habe. Oder einfach mal die Leichen looten, die ich finde. Was ist das denn für eine Waffe? So eine ACR-SD-Waffe. Okay. Ich glaube, da waren nochmal zwei Leute im Haus, ey. Keine Ahnung. Ich loot den gleich mal. War es ein Spieler oder war es ein Zombie? Spieler. Hab noch einen getötet. Rock Lobster. Oh, nice, 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 nice. Ja, die gleiche Waffe wie ich. Nur... Ah ja, nice. Schnell, Daniel. JTAG-Munition hat eine Typ hier gefunden gehabt, ne? Wow. Puh. Where James? Ach Gott, kann ich hier auch keine Waffen, keine Skins wechseln? Oh Gott, ich glaube, ich muss dann auch ausloggen. Mit anderen Worten, wenn ich Skins finde, kann ich die gar nicht benutzen. Die kann ich nur für Bandages benutzen. Oh, scheiße. Okay, dann muss ich doch die hier nehmen. Oh shit. So, weil ich übrigens glaube, dass da vorne immer noch einer im Haus ist, werde ich da nochmal kurz reingehen. Das Ding ist, ne, irgendjemand kann einfach die Tür zumachen und ich kann den Leuten nicht mehr in das Gebäude hineinfolgen, ne? Weil ich einfach keine Tür öffnen kann. Ich möchte dieses Problem wirklich stressen, so, weil das ist wirklich absolut nervig. Ich habe Schritte gehört. Wow, den habe ich erwischt hier. Das ist unglaublich. Muss ich einen Headshot gegeben haben, Lucky. 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 Lucky? Ah, Lucky ist nicht mehr ein Challenge, verdammt! Ich kann nicht mal auf eine Pistole wechseln, ne? Weil einfach alles in Arma 2 mit dem Mausradmenü funktioniert so. Schon scheiße. Also, du fühlst noch mit mir, Percy, so, ne? Was denkst du denn? Ich fühl die ganze Zeit mit dir. Gut, das beruhigt mich. So, checkt, was für eine scheiß Waffe ich hier hatte. Das ist eine scheiß laute Waffe. Ich muss irgendwas anderes finden, ey. Irgendwas, was schön Piu-Piu macht. Weißt du, der leise Tod. Das sollte eigentlich tot sein, Alter. Kannst du mir nicht erzählen? Ja. Noch einen getötet. Gute alte Waldkreatur. Ach so, übrigens dieses Knallen und Zischen und Bummen und so weiter kommt immer dann, wenn, wenn jemand stirbt. Genau an der Stelle, wo er gestorben ist. Oh, ja. Nice. Das ist cool. Finde ich auch, ja. Aber zwei ist übrigens viel, viel einfacher, Leute zu töten. Das Aiming ist einfacher, Schüsse sind tödlicher, nur der Lag ist scheiße. Hier, dieser Gibbs and Pieces, glaube ich, der streamt das Ganze hier auch noch gerade. Lebt er noch? Also, du sollst mir nicht sagen, wo er ist, ne? Nur aber lebt, ne? Ja. Ich hatte das gar nicht ausformuliert. Das ist quasi Arma 2 von den CCG-Leuten, deswegen steht hier auch überall CCG. Die haben quasi sozusagen den Battle Royale-Modus auf Arma 2 übertragen. In besser. Es gab damals ja schon Arma 2 DayZ, was ziemlich cool war, meiner Meinung nach. Aber es hatte unglaublich viele Performance-Probleme. Und jetzt quasi ist das hier sozusagen eine etwas verbesserte Version in Sachen Performance. Und vor allem auch in Features und so weiter. Vor allem diese Arena ganz am Anfang war schon ziemlich geil. Vor allem auch neu. Und ich sollte mal langsam gucken, wo das fucking Zentrum ist. Ach, ich kann ja nicht rauszoomen mit meinem Mausrad, ne? So nice. Ach du Scheiße. Er lebt noch, ja. Alles klar. Hab grad mal geguckt, ne? Wie das so in den ganzen Zonen und so weiter aussieht, ne? 5000 Meter, um irgendwie annähernd ins Zentrum zu kommen. Wow.
Läuft bei mir. Übrigens, hier ist Percys Leiche. Werde ich nochmal kurz hingehen. Nochmal kurz trauern. Ah, ich kann ja kein Mausradmenü benutzen. Sorry, Percy, deswegen weiß ich nicht. Glaube ich, bin nur in deine Leiche gerade drüber gelaufen. Weiß nicht, vielleicht, man könnte ja auch sagen, so, ich mache gerade so eine Challenge, weißt du? Die keine Mausrad-Challenge. Oder nice. Die möglichst viel rumjammern-Challenge, weil man kein Mausrad benutzen kann. Hat der überhaupt eine Waffe gehabt? Alter, stand so ein Zombie die ganze Zeit still, ne? Ich guck mir den so an. Denkst du, was ein fucking Spieler, ey. Selbst wenn ich einen Vehikel finde, kann ich nicht in das Vehikel einsteigen. Das ist richtig bitter. Das ist richtig Hard Mode hier. Okay. Got the shit. Aber, ich weiß nicht, ne? Der Typ, der hat einen anderen Skin an als gerade am Anfang. Okay. Vielleicht muss ich das einfach oft genug benutzen. Oder vielleicht ist dummerweise der Skin, den ich gerade gefunden habe, genau der gleiche, wie ich den anhab oder so. Also Skins von den Leuten kann ich ja dummerweise nicht nehmen, so. Ich schau einfach mal, was ich so finde. Mal schauen. Ja. Wie lange ist die Roundtime? Steht das da irgendwo? Hat er es irgendwo eingetippt oder so? Uptime ist 33 Minuten. Ja, das sehe ich auch bei mir. Ich weiß nicht, weil Snapf ist wahrscheinlich ein bisschen länger, schätze ich mal. Ja, sollte eigentlich, ne? Die Map ist eigentlich gigantisch, so. Ja. Unglaublich, ey, wie weit ich laufen muss. Ah, nochmal kurz den James-Skin anziehen. Vielleicht habe ich mich. Ah, ich habe den gerade am Boden gelegt. Ich Noob. Keine Ahnung, ich habe ja auch kein GPS oder so. Ich kann ja nicht mal gucken. Was ich. Kann ja nicht mal gucken, wo ich bin oder wo die Zone ist oder so. Ich finde, man sollte wirklich so Battle Royale-Style irgendwie mit einem GPS bauen, damit man wenigstens sehen kann, wo man ist. Ja, wir sind, glaube ich, echt ganz im. Sind wir nicht ganz rechts gespawnt, so, da in der Nähe vom Airfield? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich glaube schon, ja. Die Safe Zone ist konstant am Verringern, so. Wird immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Ich habe gar keine Zeit zu looten. Ich muss einfach nur laufen. Fucking Mausradmenü. Ey, ohne Scheiß, falls irgendjemand in den Kommentaren weiß, warum mein Mausradmenü. Das ist so, also folgendermaßen. Jetzt hier bei Munchie Games, übrigens habe ich meine Munchies immer noch vor mir stehen, mein Müsli. Bei Munchie Games ist es so, dass ich das Game starte und ganz am Anfang einmal kurz mein Mausradmenü habe und dann bumm, mein Mausradmenü einfach weg ist. Dann bei Epoch Normalx CCG oder Epoch. Overpoch Normalx CCG oder Overpoch Lingua CCG war das so, dass ich sozusagen mein Mausradmenü nach. Ah, ich will mal sagen, so, sagen wir mal, nach einer halben Stunde Spielen oder so weiter verloren habe. Und ich benutze eine Razer DeathAdder Maus. Und ich weiß nicht, ob es an der Maus liegt oder so, aber es macht mich echt wahnsinnig, dass ich irgendwann nicht mal mein Mausradmenü benutzen kann. Wenn ich jetzt natürlich zurücktabbe auf den Desktop oder so, dann kann ich mein Mausradmenü wieder benutzen. Das ist verhext. Das ist absolut verhext. Ich würde zu gerne eigentlich diese ganzen Gebäude hier looten und eben nach Skins und so einen Scheiß suchen. Aber ich habe das Gefühl. Oh, warte mal, das soll ich auf jeden Fall mitnehmen. Ein Bloodpack gerade gefunden. Ich habe nur halt Angst, dass ich irgendwann die Zeit verliere, ne? Und dann urplötzlich, keine Ahnung, so. Time is over. Und ja, Daniel ist irgendwo am Arsch der Welt, so. Komisch, was jetzt da nicht steht, oder was da passiert. Blut verlierst, verlierst du Blut oder so? Ja, ich verliere dann Blut. Vermutlich kommt da irgendwas in der Meldung, so von wegen so, you're outside radiation, so, oder so ein Shit, keine Ahnung. Okay. Denke ich mal einfach, ne? Müsste doch eigentlich kommen. Ja, denke ich auch. Ich muss die Sachen angucken und dann G drücken, also Inventar öffnen. Wear gerne Outfit. Ah, oh, das hat funktioniert. Nice, ja.
Oh Gott, habe ich mir Beine gebrochen? Nein! Yay! Jetzt habe ich einen guten Skin, Mann. Mit dem kann ich das ganze Game eigentlich spielen. Hier sollte eigentlich überall alles waldig sein. Moment, wo ist mein Marker? Ist mein Marker verschwunden? Mein Marker ist verschwunden. Hab kein Mausrad-Menü hier. Weißt du das, Percy? Ja, ein bisschen. Ja. Ich stoppe jetzt einfach hier und da mal in irgendwelchen Gebäuden oder so auf dem Weg dahin. Das sind 3,6 Kilometer, die ich noch laufen muss. Also laufen, ja. Muss ja mal reinziehen, ey. Die Autos und so gibt's, glaube ich, gar nicht, ne? Selbst wenn, ne? Ich könnte es ja nicht benutzen. Aber ich glaube, das gibt's nicht, ne? Keine Ahnung, ey. Napf ist auch so eine Map, ne? Die hab ich damals mal gespielt auf diesem Peppermint-Server mit Nick und mit dir und so. Die war mega scheiße, Alter. Ich konnte die einfach nicht leiden, ich weiß nicht. Überall irgendwelche Schweizer Namen, glaube ich. Überall Luzern und so. Oder Luzern oder so. Nicht gegen die Schweiz, aber keine Ahnung. Sollten wohl irgendwelche Städte oder so weiter reproduziert werden. Im Endeffekt wurden alle Gebäude benutzt, die auch in Tscherno benutzt wurden. Die wurden einfach nur anders zusammengepuzzelt und da, Napf. Ja, und überall noch ein paar deutsche Namen draufgeklatscht. Slash deutschsprachige Namen irgendwo draufgeklatscht. War nicht so meins, muss ich zugeben. War ein bisschen langweilig. Naja. Namax ist cool. Lingua ist cool. Patera ist cool. Mana war cool. Die Map Mana. Jade Groove sieht ziemlich cool aus. Einfach mal, weil es was Neues ist. Welche Maps sind noch cool, Percy? Generous war ganz nice. Was hast du gesagt? Pantera hast du gesagt? Habe ich gesagt, ja. Lingo war cool. Lingo, ja. Taverna. Lego Taverna, ist. Stimmt. Klar, Taverna ist immer nice. Vor allem die Origins Taverna Map. Ja. Ich habe auch kürzlich übrigens so Entwickler angeschrieben von der Origins Mod. Das erste Mal, so nach fucking über ein Jahr oder so, dass irgendwer sich mal, sorry, dass ich dazu sage, ne, dass sich irgendwann bei mir jemand meldet. Vorher habe ich quasi die Mod immer gespielt, habe versucht mit dem Kontakt aufzunehmen, keine Sau hat sich gemeldet, so eine Art. So, ja, lass den Deutschen sich doch mal melden, so. Ja. Wirklich, Alter, ohne Scheiß, das habe ich mehrmals versucht, ich glaube 4-5 Mal oder so. Und dann dachte ich mir so, ja, leck mich doch einfach, dann spiele ich eure Mod halt, ohne dass ihr mir irgendwie, keine Ahnung, sagt, was ja, Neues in der Patch-Analysis kommt oder so. Und jetzt hat sich irgendjemand mal gemeldet. Habe ich mich auch noch nicht gemeldet. Und ich weiß auch gar nicht, ob das so legit war oder so. Keine Ahnung, vielleicht war es auch einfach nur so ein Scam-Mail. Bekomme ich auch ständig irgendwelche Scam-Scheiße. Muss ich ganz einfach mal sagen, so. Da taucht zum Beispiel immer so ganz kurz einmal, ja, ihr seht es vielleicht, also ich sehe es, es taucht einmal ganz kurz auf, so. Aber ich kann es nicht looten dann. Ja, ich hatte den James-Skin an und habe einen James-Skin gefunden, übrigens. Deswegen hatte ich gedacht, dass die Skins nicht funktionieren. Schon richtig lucky, so. Ja, ne? Schon so like a Daniel, so. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ein Ghillie-Suit wäre vielleicht ganz cool. Ich weiß übrigens gar nicht, ob ich mich irgendwie beeilen muss oder nicht. Ich möchte gar keine weiß Zeit. Weiß gar nicht, der Typ, der spaziert auch die ganze Zeit, also was heißt spazieren, ne? Der läuft halt, also hat sich was markiert und läuft dahin so, aber irgendwie auch nicht so, redet auch nicht so, als ob der jetzt irgendwie so sich beeilen müsste oder so. Oh wow. Was ist jetzt los, Alter? Ich glaube, ich habe British Armed Forces oder so nicht an, kann ich das hier nicht tragen. Ja! Hm, okay. Der Typ hat auch nicht den Zerg überlebt. So wie ich gerade, ey. Ich war mittendrin so. Im Spaß ja. Zusammen mit dir so. Du wirst erstmal von irgendeinem Karabiner umgebracht, ey. So richtig. Oh, Scheiße, ich brechen die Beine. Auf einmal, zack, gibt er mir. Du hast ihn aber auch noch getötet übrigens. Ja, okay. Hey. Zumindest denke ich das, weil the Dong in the Thong got killed. Ich glaube außerhalb der Zone. Ich meine, die Maps sind schon ganz nett so. Ich bin, glaube ich, in irgendeiner komischen Hauptstadt hier. Namen vergessen von der Hauptstadt. Oder von der Stadt hier. Und die Städte sind ganz nett gemacht so, ne? Aber, keine Ahnung, Taverna hat hübschere Maps. Ganz einfach. Und Taverna ist da die Nonplusultra-Stadt-Map. Allein schon, weil Custom-Buildings drin sind, ey. Wo sind die Custom-Buildings? Ich weiß, das ist ein Arsch voller Arbeit, aber du machst keine schöne Map in Arma, wenn du nicht irgendwas Neues bringst. Immer wieder die gleiche Scheiße zusammenpuzzeln und, keine Ahnung, was. Napf.
Such dir jetzt noch einen Namen aus, der möglichst absolut unspektakulär klingt. Napf ist zum Beispiel relativ gut dafür. Ich bin in Lenzburg gerade. Alles klar. Boah, ich bin echt knapp, ich bin ganz, ganz knapp außerhalb der Zone. Innerhalb der Zone meine ich. Wenn ich hier längere Zeit drin bleiben würde in Lenzburg, dann ja, wäre ich im Arsch. Rein- und Raustaben bringt übrigens auch nichts, für den Fall, dass das euer Tipp ist in Sachen Mausrad-Menü-Scheiß. Habe ich auch schon öfters ausprobiert. Übrigens, wenn ich schon so viel jammer über meine Hardware, ich benutze ja so einen komischen BenQ Gaming Monitor, ne? Und der BenQ Gaming Monitor läuft auf 120 Hertz. Und mein anderer Monitor, den ich habe, der läuft auf 60 Hertz, weil er einfach nicht mehr kann. Und immer wenn ich raustabbe, ich weiß nicht, ob es an meinem zweiten Monitor liegt. Warte mal ganz kurz. Vom Moment dachte ich, ich habe ein Auto gehört. Dann dauert es Ewigkeiten, bis ich rein und raus habe, weil die Refresh-Raten unterschiedlich sind vom Monitor. Das ist extrem nervig. Da muss ich teilweise so 4 Sekunden warten, bis ich reingetappt bin. Was jetzt nicht relativ, unspektakulär klingt, soll ich da einfach 4 Sekunden länger warten. Ja. Aber wenn ein Armer zweimal rausgeworfen wird oder so und dann wieder reintappen muss und dann 4 Sekunden lang einen schwarzen Bildschirm hat, dann ist das relativ beschissen. Du kannst dir ja vorstellen, warum. Wenn Leute auf dich schießen oder so. Klar. Wenn du das Gear verlierst, was du irgendwie stundenlang gefarmt hast. Schön mit dem R oder so, wäre nice. Service jetzt seit 43 Minuten nur ab. What the fuck, Alter? Mhm. Spielt 43 Minuten lang schon die Map hier? Heilige Scheiße. Ernsthaft? Ja. Wirklich? Kommt mir gar nicht so lang vor. Steht auf jeden Fall, keine Ahnung. Ja, vielleicht auch Server-Uptime kann sein, so auch wo mit den, wo wir da so standen oder so, weißt du? Könnte sein, ja. Ich höre ein Auto. Glaube ich. Ich meine, ich habe gerade ein Auto gehört. Hm. Das könnte schon sein. Boah, die Frames sind schlechter, ey. Massiver bemerkt, dass ich hier Arma spiele. Arma 2. Ein bisschen Müsli schnabbeln. Hm, Müsli. Cockmaster wurde übrigens gerade gekillt. Ja. Ich glaube aber, sie werden durch die Zone so getötet oder so, kann es sein? Glaube ich auch, ja. Aber seht, jetzt stehe ich, da seht ihr gar keine Todesmeldung oder von wem oder weiß ich nicht. Zombies oder so, keine Ahnung. Na, irgendwie sowas. Ja, ich glaube Zombies, Alter, wer stirbt denn bitte an Zombies, nachdem er irgendwie in ein Haus drin war und die beste Waffe der Welt gefunden hat? Ja, gibt schon so Experten, so ich will ja nicht keinen beiden Namen. Dave! Dave wird schaffen, stimmt, ja. Hey, kannst du mal umfallen? Ja. Boah, Alter, erzähl mal bitte die Geschichte. Erzähl mal bitte die Geschichte, worunter Mikes gespielt haben. Welche von denen? Ja, nee, eigentlich muss ich das erzählen, weil ja, ich war quasi live dabei. Ja. Okay, folgendermaßen, ja. Wir waren so an so einem Trader, Overpoch-Trader. Man kann so Overpoch, also man in Daisy Overpoch Namalks kann man sozusagen an den Overpoch-Trader, Overpoch ist die Mod mit den Waffen, kann man sozusagen verschiedene Waffen kaufen aus der Overpoch-Mod. Ha, wer hat's gedacht? Und ich stehe an diesem Trader, der in keiner Safe-Zone ist, mit anderen Worten, jeder kann mich umbringen dort. Und wenn man da tradet, dann steht man da so, macht mit den Händen so rum, und irgendwie, dann muss er irgendwie ganz lange rummachen, bevor er im Endeffekt den Trade, oh kacke, den Trade erfolgreich ausgeführt hat. Ich sag so, David, ja David, beschütze mich doch mal so, ne? Pass mal auf, dass nichts passiert. So, ich stehe so 2 Minuten. Nach 2 Minuten, plötzlich steht so ein Typ mit Fahrrad vor mir, springt vom Fahrrad ab, hat so eine RPK in der Hand, so ein leichtes LMG. Leichtes LMG, Kappa. Und schießt so auf mich, bumm, trifft mich einmal, ich blute wie Sau. Ist halt einmal 2. Und David so, ich hab den gleich! Und schießt so auf den. Und ist plötzlich tot. Stille. Absolute Stille. Ich irgendwann so, David, hast du ihn umgebracht? Ich hab den ein ganzes Magazin in den Kopf geschossen. Und ich so, ja, okay, ganzes Magazin in den Kopf, ne? Ich meine, ich sag mal so, ein Schuss reicht, dann ist der Typ down. Also du musst nicht gleich ein ganzes Magazin. Ich denk so, ist der down? Ja, der ist definitiv ohnmächtig umgefallen. Ich lauf hin, werd umgebracht. Alter, ohne Scheiße, ne? Die Geschichte. Die, ich glaube, die werde ich niemals vergessen in meinem Leben, Alter. Dave der Krieger.
Dave ist so ein bisschen wie Xena. Oh Mann, ey. Nur ohne Brüste. Und keine Frau. Ach, scheiße, ey. Nehmen es übrigens gerade später in der Nacht auf, weil die manche Games hier immer von irgendwelchen Streamern gehostet werden. Und das bedeutet gleichzeitig, dass wir immer warten müssen, bis irgendwelche Streamer, britische Streamer, quasi den Server hosten. Ich hatte mit den Leuten gesprochen, mit den Server-Admins gesprochen, aber ich glaube, holy shit, hat's gedonnert. Ich glaube, wir müssen erst noch überzeugt werden, dass die deutsche Gaming-Community ernstzunehmend ist und dass ich ernstzunehmend bin, bevor die für mich einen Server hosten, also manche Game-Server. Und ich muss natürlich vorher herausfinden, ob manche Game-Server das Richtige für mich ist. Oh, sweet, Alter. Schöne Waffe gefunden, G3 gefunden. Das heißt, schön, das Scope ist völlig für den Arsch, aber ein schönes Kaliber hat sie. Das ist jetzt nichts, oder? Ja, meine Rede. Ich nehme übrigens keine Pistole mehr mit, weil ich kein Mausrad-Menü habe. Und die Pistole sozusagen ähnlich equipped werden könnte. Beziehungsweise, wenn ich die Pistole equipped habe, dann hätte ich das so machen müssen wie ganz am Anfang des Videos, wo ich jetzt die Pistole auf den Boden droppe, damit ich das Gewehr in die Hand nehme. Yay, Arma 2. Ich frage mich, wie lange das noch dauert, ey. Also wenn die Zone weiterhin so schrumpft, wie sie jetzt schrumpft, dann dauert es einfach wirklich eine halbe Ewigkeit. Nehme ich immer einen Cut oder so. Und guck mal, ob die Zone dann klein genug geworden ist oder groß genug geworden ist. Und gleich schon an den Ort, wo quasi alles zusammengeführt wird. Du hast übrigens auch recht, ne? Also der Essen- oder Trinkenverbrauch, der ist nicht größer hier oder höher. Ja, deswegen habe ich mir damals auf einmal zwei Battle Royale, war ja mega schlimm eigentlich, ja. Ab und zu. Ich hoffe nur, dass ich gleich irgendwie auch eine Position einnehmen kann und irgendwie auf irgendwelche Leute lauern kann, weil wenn ich jetzt gleich da ankomme und einfach umgebracht werde. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Das wäre echt scheiße. Aber die Zone schrumpft echt recht fix. Ich bin übrigens einer der wenigen Leute. Oh wow, ich erinnere mich übrigens an die Stadt, wo ich gerade hinlaufe, nur so ganz nebenbei. Das war die Stadt, wo ich als allererstes gespawnt bin. Habe ich damals so eine Folge aufgenommen. Boah, das ist Ewigkeiten her. Ich erinnere mich, ich habe Napf mal aufgenommen. Da hieß es nur anders. Oh Gott, wie hieß es da? Unleashed. Daisy Unleashed hieß es da. Auf der guten alten Napf-Map. Ist natürlich völlig untergegangen, die Mod. Genauso wie diese komische irische Kleeblatt-Map, von der ich auch den Namen vergessen habe, die natürlich auch völlig untergegangen ist. Irische? Weil die war einmal ganz, ganz kurz da oder so. Das war nur so. Also, keine Ahnung, ich glaube, für eine Woche oder so war der Server voll oder so und dann wurde es irgendwie rausgekickt. Kein Wunder, weil mal wieder einfach nur die ganzen Generals-Gebäude benutzt wurden und zusammengepuzzelt wurden. Und wenn du so ein Mapmacher bist wie der Typ von der Malksk und die ganzen Models von den Gebäuden und so weiter von Call of Duty Klaus, von der Blockmap auf Call of Duty, dann bist du Legende, weil die Map einfach nur ewig, ewig geil aussieht. Ich hoffe, dass da niemand auf mich wartet, irgendwie auf der anderen Seite. Ey. Zombies? Soll ich mal langsam ein bisschen vorsichtiger werden hier?
Warum hängt der Faden dran? Wow. Rannte irgend so ein Typ zu mir und hat mich umgebracht, Alter. What the fuck? Ehrlich? Ja. Ich habe ihn getroffen, aber nicht umgebracht. What the fuck, Alter? Ja. RIP. Ich wurde übrigens nur, da stand nur gerade killed, als wenn ein Bot gewesen wäre. Das war definitiv ein Spieler. Das war der Typ. Ernsthaft? Ja. Wow. Der hat dich gesehen, so, wo du gerade. Du warst gerade richtig am Panicken. Der Typ? Holy shit, sagt der. Holy shit, holy shit. Ja, so ungefähr fühle ich mich auch gerade. Wie viel Blut hat er? Aber er wurde getötet direkt danach. Jetzt ernsthaft? Von wem? Keine Ahnung, gibt's get killed. Ich glaube, der hat sich nicht rechtzeitig bandagiert. Ja, sauber! Double Elimination! Krasse Scheiße, ey. Gut dreist von den Typen, ey. Ja, so viel zum Thema Munchie Games, ey. Oh, mega. Haufenweise killen, bisschen laufen und im Endeffekt sterben. Yay! Munchie Games. So ein bisschen wie Battle Royale. Egal, es war wenigstens mal eine Aufnahme, wo man Munchie Games zeigen konnte. Nicht so wie die anderen, wo ich keine Waffe finde und nur plötzlich umgebracht werde von LMG. Zersägt werde von der LMG, muss man eher sagen, ey. Spawn, finde keine Waffe, werde umgebracht von so einem LMG-Typen, der irgendwie aus irgendeinem Grund so ein 200-Schuss-LMG-Ding gefunden hat. Das ist echt nice, ey. Naja, Munchie Games.